Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr bekannt, ihr werdet sichtbar, Menschen werden über euch sprechen, sie werden bei euch Anfragen stellen, sie werden auch viel einfacher abzuschließen sein und dann vertrauen sie euch schon, sie kennen euch, sie werden auch zu euch gehen und nicht zur Konkurrenz. Und wenn ihr das tut, werdet ihr mit diesem System wahnsinnig viel Umsatz machen. Ja, vielen Dank, Servus und erstmal großes Kompliment, großen Respekt an euch alle, dass ihr heute hier seid. Das ist nicht normal, das ist nicht gewöhnlich, dass ihr euch heute hier den Freitag nehmt, um den mit uns zu verbringen, um euch und euer Unternehmen weiterzuentwickeln. Deshalb bitte nochmal einen fetten Applaus für euch selbst, ihr seid einfach die Geilsten. So, ich zeige euch jetzt ein Bild aus der Anfangszeit meiner Filmemacherkarriere, und zwar dieses Bild. Damals gab es noch keinen Loftfilm, damals gab es noch keine Erklärvideos, damals habe ich Ausbildung gemacht. Und als ich Ausbildung gemacht habe, als ich Filmemacher gelernt habe, habe ich eine Regel beigebracht bekommen. Und diese Regel ist, eine Szene in einem Video muss immer mindestens 3 Sekunden stehen, bevor ein Schnitt kommt. Sonst kann der Zuschauer das nicht verarbeiten, nicht begreifen. Ja, also mindestens 3 Sekunden, bevor die nächste Szene kommt. Wer kennt ihn hier, Mr. Beast? Einige Hände gehen nach oben. Mr. Beast ist der erfolgreichste YouTuber aller Zeiten. Mr. Beast erfolgreichstes Video hat über 500 Millionen Aufrufe. Im Vergleich Avatar, der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten, hat geschätzt 350 Millionen Zuschauer gehabt. Das heißt, mehr Menschen haben seine Videos angeschaut als den erfolgreichsten Hollywood-Film aller Zeiten. Mr. Beast weiß, wie man heutzutage richtig gute Videos macht, die konvertieren. Und ich habe euch jetzt ein Video mitgebracht von ihm. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen mal mitzählen, wie oft hier ein Schnitt kommt. Das heißt, immer wenn ein Kameraschnitt kommt, zählt ihr 1. Wenn wieder einer kommt, zählt ihr 2. Wir schauen jetzt mal so 30 Sekunden an. Schauen wir mal, wie viele Schnitte hier in den ersten 30 Sekunden sind. I built 2 massive cubes, so these 100 kids can compete against these 100 adults. Whichever cube has the most people inside of it after 100 hours splits $500,000. 100 kids are going head to head with their parents. We've just been closed in. We're by ourselves. Are you gonna lose to a bunch of adults? You're not gonna let a bunch of kids beat you, are you? You do have to split the $500,000. I'm a giver, so I'll share a little bit. That's right. Only the remaining players on the winning teams split that $500,000. Wie viele von euch haben mehr als 20 gezählt? Es waren, glaube ich, 22, 23 Schnitte. Wieso habe ich damals beigebracht bekommen, man muss mindestens 3 Sekunden warten, bis ein Schnitt kommt, und er macht alle 1,5 Sekunden einen Schnitt? Wer hat recht? Die Antwort ist, beide haben recht. Damals war es noch so, aber das Zuschauerverhalten von Menschen, die Videos schauen, ändert sich einfach. Und das ist super wichtig für euch, weil eure potenziellen Kunden, die verändern sich. Und das heißt, euer Marketing muss sich dem anpassen. Heutzutage liest keiner mehr gerne lange Texte. Heutzutage schaut keiner mehr auf Webseiten-Ladebalken. Wie viele von euch haben eine Webseite schon mal wieder zugemacht, weil sie einfach zu lang geladen ist? Ja, fast jeder. Ja, es gibt eine Studie, die sagt, wenn man 3 Sekunden Website-Ladezeit hat, dann ist die Hälfte der Besucher schon weg. Also, die Zielgruppe verändert sich, die Zuschauer verändern sich und das muss sich in eurem Marketing widerspiegeln. Felix hat es gerade schon gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Das Marketing muss so sein, dass es diese Zielgruppe mit einer extrem kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die wirklich die ganze Zeit bam, 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 bam Action braucht, diese Zielgruppe wollt ihr ansprechen. Und das geht mit den 5 Ws. Ihr müsst euch überlegen, was ihr kommuniziert. Ihr müsst euch überlegen, an wen. Ihr müsst kommunizieren, wie läuft die Zusammenarbeit ab mit euch. Wo? Und natürlich das 5. W, ihr könnt es euch schon denken wahrscheinlich, wahnsinnig viel Umsatz wollt ihr auch machen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert, dass ihr wahnsinnig viel Umsatz machen könnt mit eurem Marketing. Das 1. W, was verkaufst du eigentlich? Und vielleicht sitzen jetzt einige hier, die sagen, okay, ich weiß, was ich verkaufe, ab zum nächsten W, können wir uns sparen. Aber so einfach ist das gar nicht. Das zum Beispiel ist Terumi,
das ist eine Kundin von uns. Und Herr Rumi hatte eigentlich auch gewusst, was sie verkauft. Sie ist eine Japanisch-Sprachschule. Das heißt, sie bringt Menschen bei, Japanisch zu sprechen. Das Problem ist, es gibt auch Apps auf dem Handy, die tun das Gleiche. Wörterbücher, Volkshochschule. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Japanisch zu lernen. Die meisten sind deutlich günstiger als die Zusammenarbeit mit Terumi, weil Terumi hat Lehrer, 1:1-Stunden, ja, Online-Kurse, ja, ein sehr, sehr intensives Training. Was kann Terumi jetzt machen, damit die Menschen nicht sagen, hey Terumi, ich kaufe nicht dein teures Training, ich lade mir lieber eine App runter. Sie könnte günstiger werden, aber ist das eine gute Lösung? Natürlich nicht. Sie muss zeigen, was sie besser macht als diese ganzen Apps, warum man zu ihr kommen soll. Und wie macht man das? Ganz viele Argumente, wir machen das besser, wir machen das besser, wir machen das besser. Eben nicht, das hat früher funktioniert, aber die Zielgruppe verändert sich. Die haben keine lange Aufmerksamkeit mehr. Das heißt, wir müssen ihnen kurz und knapp sagen, was es ist, das wir besser machen. Die eine Sache, die man sich merken kann, ja, auch wenn man MrBeast-Videos gewohnt ist. Und diese eine Sache, die wir erkannt haben, als wir mit Terumi gesprochen haben und ihr Angebot angeschaut haben, was sie besser macht als jeder andere Anbieter, ist, bei ihr lernst du Japanisch sprechen in 2 Monaten. Learn to speak Japanese in just 2 months. So, da kann keine App mithalten. Und das ist die eine Sache, die wir in dem Loft-Film immer wieder kommuniziert haben. Sie hat auch eine Landeseite gebaut, bei landeseiten.de, auch hier in 2 Monaten. Ist ein bisschen provokant, aber das ist, was hängen bleibt. Und jeder im Markt, der überlegt, Japanisch zu lernen, sagt, oh, da gibt es doch die einen, wo man es in 2 Monaten lernt. Die Resultate sind, dass Terumi von unter 10.000 Euro im Monat auf über 50.000 Euro im Monat hochgegangen ist. Terumi hat keine festangestellten Mitarbeiter, nur Freiberufler. Deshalb fragt euch, was macht ihr besser als jeder andere? Wofür wollt ihr bekannt werden? Was ist die eine Sache, die ihr könnt, die alle anderen nicht können? Ja, wie wir bei Loftfilm zum Beispiel sagen, wir machen nicht nur das Erklärvideo, wir helfen dir auch, das Video einzusetzen, sodass es mehr Kunden bringt. Das ist die Sache, für die wir bekannt geworden sind. Also, was ist die eine Sache, die ihr könnt, die kein Mitbewerber kann, die eine Sache, an die man sofort denken soll, wenn man an eure Firma denkt? Und das müsst ihr in eurem Marketing immer wieder kommunizieren. Das nächste W ist das an wen. An wen richtet sich mein Angebot? Und viele Unternehmer denken, je mehr, desto besser. Ich versuche für alle da zu sein, weil wenn ich für mehr Leute da bin, kann ich ja auch viel mehr Umsatz machen, viel mehr Kunden finden. Das ist aber falsch. Das ist ein Kunde von uns, John. Und John hat ein Coaching gemacht. Und Coaching gibt es ja wie Sand am Meer. Coaching für Unternehmer. Und John hat aber verstanden, ich muss mich spitz positionieren und hat entschieden, ich bin nicht für jeden, ich bin nur für Filmemacher. Ich bin ein Coach für Filmemacher, ja, für Kreativschaffende ganz speziell. Also hatten wir die Aufgabe, wie erklären wir das Angebot so, dass Filmemacher begeistert sind, dass Filmemacher mit ihm arbeiten wollen. Und der erste Schritt, den auch ihr gehen solltet, bevor ihr Werbung macht, bevor ihr Marketing macht, ist euch erstmal überlegen, wie tickt meine Zielgruppe eigentlich? Ja, Filmemacher zum Beispiel lieben Hollywood-Filme. Ja, da kann ich aus Erfahrung sprechen. Nur Filmemacher sind so verrückt, um 3 Uhr morgens aufzustehen, um die Oscars live zu schauen. Filmemacher sehen sich als Künstler. Ja, die machen den Job nicht, weil sie reich werden wollen, weil sie Kohle scheffeln wollen, sondern weil sie einfach dafür brennen. Filmemacher sind auch immer technikaffin. So. Und die Herausforderung war, Johns Angebot war praktisch, hey, du bist Filmemacher, ich zeig dir, wie du mehr Geld verdienst. Dann sagt der Filmemacher, oh, das will ich aber nicht. Ich will geile Projekte machen. Ich will tolle Kunden haben. Kohle ist mir nicht so wichtig. So, wir haben einen Film gemacht für John. Ich zeige euch den jetzt. Zumindest einen Ausschnitt davon. Und achtet mal darauf, auf diese Punkte. Ja, Filmemacher lieben Hollywood-Filme. Sie sehen sich als Künstler. Sie machen es nicht wegen der Kohle. Sie sind technikaffin. Diese Punkte, wie die in diesem Film, wieder auftauchen. Als Videoproduzent, bist du lieber Künstler oder Unternehmer? Sind wir mal ehrlich, wem es ums Geld geht, der arbeitet in einer Bank oder überfällt eine Bank. Filmemacher wird man sicher nicht wegen der Kohle. Aber nerven dich nicht die unterbezahlten Aufträge? Und dass du nie weißt, wann das nächste Projekt kommt? Mal funktioniert dein Netzwerk perfekt, mal passiert wochenlang nichts.
So kann dein Unternehmen nicht planbar wachsen und du kannst nicht mit der Qualität produzieren, die du eigentlich abliefern möchtest. So, das geht dann weiter. Mein Name ist John und ich helfe dir und so weiter. Aber hier zum Beispiel sehen wir eine Red-Kamera, die jeder Filmemacher kennt. Das ist so der feuchte Traum eines jeden Filmemachers. Was haben wir da vorgesehen? Wolf of Wall Street, ja, Szenen aus bekannten Filmen. Wir haben auch gesagt, hey, wir verstehen dich. Wir wissen, dir geht es nicht um die Kohle. Ja, das sind die bösen Banker, das Feindbild. Unter diese Werbung kamen Kommentare wie, das ist die beste Werbeanzeige, die ich je gesehen habe. John hat alleine mit diesem Film über 100.000 Euro Umsatz generiert. Und wieso? Weil die Zielgruppe sich so verstanden gefühlt hat. Selbst die, die gesagt haben, ich kaufe nie ein Coaching, Coachings ist alles Betrug, braucht man nicht. Selbst die haben gesagt, oh, das ist cool. Das könnte ich mir vorstellen. Und das ist das Ziel. Überlegt euch genau, für wen ihr seid. Für wen ist dein Angebot und für wen seid ihr auch ganz bewusst nicht. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr sagt, hey, das ist, was wir tun, und zwar so kurz und knapp erklärt, in einem Satz, in dem einen großen Ding, dass es auch die Zielgruppe mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne speichern kann. Wenn ihr gesagt habt, schau mal, wir sind genau für dich, dann schafft ihr es, dass die Leute den ganzen Tag hier scrollen, 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 oh, das ist interessant für mich, dass die hängen bleiben. Und wenn ihr das geschafft habt und Menschen anfangen, sich mit eurem Angebot zu beschäftigen, mit eurem Unternehmen, dann habt ihr das dritte W. Und das dritte W ist das Wie. Wie arbeitet ihr? Wie läuft so eine Zusammenarbeit ab? Vielleicht kennt jemand die McDonald's Challenge. McDonald's Challenge funktioniert so, ihr geht zu McDonald's und ihr bestellt, ohne dass eine einzige Rückfrage kommt. Das Personal bei McDonald's ist darauf trainiert, ganz viele Sachen zu fragen. Ich hätte gern ein Big Mac, einzeln oder Menü? Im Menü. Was für ein Getränk dazu? Cola. Und so weiter. Und die McDonald's Challenge ist, ihr geht da hin und sagt, ich hätte gern Big Mac, im Menü, mit einer Pommes, mit Ketchup, mit einer Cola, ich zahle mit Karte zum Hieressen und ja, das war alles, danke. Ihr wollt alle Fragen beantworten, bevor sie überhaupt gestellt wurden. Und genau das könnt ihr auf euer Marketing übertragen. Wenn ihr es schafft, alle Fragen zu beantworten, die ein Kunde möglicherweise haben kann, dann wird er bei euch kaufen. Der Grund, warum er nicht kauft bei euch aktuell, ist nicht, weil ihr ein schlechter Anbieter seid. Das ist auch nicht, weil er euer Angebot nicht brauchen kann. Der Grund, warum er nicht kauft, ist, weil er noch nicht alle Fragen beantwortet hat. Ja, wir bei Loftfilm zum Beispiel, wir bekommen ganz viele Fragen. Wie lange dauert so eine Produktion? Muss ich das Drehbuch selbst schreiben? Darf ich einen Sprecher auswählen? Wie kann ich Feedback geben? Wie lange dauert es, bis der Film fertig ist? Ganz viele Fragen, die hat jeder einzelne Kunde, den wir jemals hatten, sich gestellt. Und er wird nicht unterschreiben, wenn er diese Fragen nicht beantwortet hat. Also haben wir gesagt, okay, lass uns doch in dem Marketing schon diese ganzen Fragen beantworten, bevor wir überhaupt mit dem sprechen. Ich zeige euch einen weiteren Film, den wir gemacht haben für uns, in dem wir all diese Fragen beantworten. Wie entsteht dein Loftfilm? Eine Loftfilmproduktion läuft in 4 einfachen Schritten ab. Schritt 1, das Kickoff. Hier klären wir Zielgruppe, Zielsetzung und besprechen erste Ideen, wie dein Film aussehen könnte. Das Kickoff findet per Videocall statt. Plane für das Gespräch eine Stunde ein. Schritt 2, das Drehbuch. Nach dem Kickoff schreibt einer unserer professionellen Autoren das Drehbuch für deinen Film. Und das ist extrem wichtig. Genau wie in Hollywood gilt, schlechtes Drehbuch, schlechter Film. Deshalb legen wir besonders viel Wert darauf. Das Drehbuch muss deine Zielgruppe direkt ansprechen und dein Angebot verständlich erklären. Schritt 3, das Storyboard. Einer unserer Designer zeichnet für jede Szene ein Vorschaubild. Passend zu deinem Angebot kann der Stil bunt, minimalistisch oder hochwertig sein. Alles, was du verändern möchtest, können wir verändern. Die Haarfarbe schwarz statt blond? Kein Problem. Ihr tragt eher T-Shirt als Anzug? Wird gemacht. Wenn das Storyboard steht, folgt der letzte Schritt, die Animation. Du wählst einen Sprecher für deinen Film? Das könnte ich sein. Oder aber ich. Oder meine Stimme. Und natürlich kommt noch Sounddesign und Musik dazu. Die ganze Produktion dauert im Schnitt circa 6 Wochen. Dein Zeitaufwand? Nur 2 Stunden. Denn alles, was wir von dir brauchen, ist Feedback zu den Zwischenschritten. Grundsätzlich gilt aber, je mehr kreativen Freiraum du uns lässt, desto besser wird dein Film. Wie geht es jetzt weiter? Im kostenlosen Erstgespräch entwickeln wir bereits ein Konzept für deinen Film.
Gefällt es dir, starten wir mit der Produktion. Wenn du einen Loftfilm haben möchtest, dann trage dich jetzt für dein kostenloses Erstgespräch ein. Der Effekt davon ist, dass viele Menschen, die bei uns anfragen, die wissen schon, dass sie kaufen, bevor wir überhaupt mit ihnen reden. Ja, 80% der Menschen, die bei uns im Beratungsgespräch sitzen, kaufen in diesem Beratungsgespräch einen Film bei uns. Warum? Weil die haben schon alle Informationen. Ihr müsst nicht zwangsläufig einen Film machen. Ein Film ist hier nur ein Medium. Ja, das ist Mittel zum Zweck, um eine Information an den Kunden zu bringen. Aber ihr solltet schon im Vorfeld dem Kunden zeigen, wie eine Zusammenarbeit abläuft. Auf eurer Webseite zum Beispiel, auf euren LinkedIn-Posts, wo auch immer ihr kommuniziert mit euren Kunden. Ja, vielleicht habt ihr eine Broschüre, wie auch immer ihr kommuniziert, kommuniziert das wie. Wie funktioniert dein Angebot? Und denkt immer dran, ja, viele denken, hey, ich kann das ja noch erklären, wenn wir dann sprechen, im persönlichen Gespräch erzähle ich das. Das Problem ist, viele kommen gar nicht bis in dieses persönliche Gespräch, weil die nicht wissen, wie. Und weil sie sich unsicher sind. Also kommuniziert das schon im Marketing. Und wenn ihr das geschafft habt, ihr habt gesagt, was ihr tut, die eine Sache. Ihr habt gesagt, für wen wir sind und für wen wir nicht sind. Ihr habt gesagt, wie eine Zusammenarbeit mit euch abläuft. Dann fehlt jetzt noch ein wichtiger Schritt. Und zwar das Wo. Wo erreichst du deine Kunden? Weil es bringt nichts, das alles zu wissen. Es bringt nichts, einen tollen Loftfilm zu haben, eine tolle Landeseite zu haben, ein tolles Angebot zu haben, wenn niemand davon erfährt. Und genauso war es bei unserer Kundin Margot. Sie ist eine Kundin aus den Anfangszeiten von Loftfilm. Ja, damals waren wir noch eine sehr kleine Firma und Margot hat bei uns einen Film gemacht. Dann habe ich mal bei Margot nachgefragt, habe gesagt, hey, wie läuft es mit deinem Film? Und sie hat gesagt, hey, ich weiß gar nicht so wirklich, was ich mit dem Film machen soll, wo ich den einsetzen soll. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Weil für mich, ja, für uns als Marketingagentur, das ist unser täglich Brot. Ja, wir schauen den ganzen Tag auf Facebook, auf Instagram. Wir beschäftigen uns mit Marketing, mit Funnel, mit Verkaufspsychologie. Und dass eine Unternehmerin nicht weiß, wie sie so einen Film einsetzt, das war einfach ein blinder Fleck. Ich dachte, das ist ja klar, weil es für mich so klar war. Also habe ich mich mit Margot hingesetzt und habe ihr Folgendes erklärt. Ich habe gesagt, Margot, du brauchst ein Funnel. Ein Funnel ist ein Trichter, den durchlaufen deine potenziellen Kunden von oben nach unten. Erstmal sehen sie diesen Film irgendwo. Ja, zum Beispiel auf Facebook. Wir geben Facebook Geld dafür, dass Facebook diesen Film deinen potenziellen Kunden zeigt. Ja, das kann man einstellen bei Facebook. Man kann sagen, ich möchte, dass dieser Film gesehen wird von. Einige davon werden draufklicken, nicht alle. Deshalb wird auch jetzt der Funnel dünner. Ja, nicht jeder, der sieht, wird klicken, aber wenn der Film gut gemacht ist, wenn er die Zielgruppe richtig anspricht, wenn diese Regeln eingehalten wurden, die ich vorher gesagt habe, dann werden einige klicken. Von denen, die klicken, die auf die Webseite kommen, werden einige eine Anfrage stellen. Und von denen, die eine Anfrage stellen, werden einige zum Kunden. So, wir hängen mal Zahlen dran, einfach Beispielzahlen. Wenn zum Beispiel 1000 Menschen diese Werbeanzeige sehen, werden vielleicht 1-5% klicken. Ja, wenn ihr eine gute Werbeanzeige habt, sagen wir mal 30 Menschen. Wenn 30 Menschen auf eure Webseite kommen und eure Webseite gut gebaut ist, ja, wenn ihr gut aufgepasst habt bei Felix, vielleicht nochmal später zu Landeseiten geht und euch nochmal eine Analyse machen lasst, eure Webseite funktioniert, kommen vielleicht 5-10% Anfragen. So, wer glaubt, dass er bei 3 Kundenanfragen einen Kunden gewinnen kann? Alle anderen, ihr müsst an eurem Verkaufsprozess arbeiten. Aber sagen wir mal, vor 3 Anfragen bekommt man einen Kunden. So. Und das Schöne ist, das Ganze können wir jetzt wiederholen. Wir können das morgen wieder machen. Wir können morgen wieder Facebook-Geld geben, das wieder 1000 Menschen zeigen. Dann werden wieder ungefähr 30 Leute klicken und ungefähr wieder ein Kunde rauskommen. Ja, in der Praxis sieht das so aus, dass jetzt eine Facebook-Werbeanzeige, da kann man hier auf einen Button klicken, mehr dazu. Wenn man da draufklickt, kommt man auf die Landeseite. Ja, da ist auch nochmal der Loftfilm eingebaut. Und hier gibt es einen Button, kostenlos Erstgespräch. Und wenn man dann draufklickt, kommt man auf den Fragebogen, kann den ausfüllen, gibt es ein paar Fragen. Und wenn man den ausgefüllt hat, vielen Dank für deine Buchung und Margot hat jetzt eine Anfrage bekommen. So, das haben wir ihr gezeigt. Und plötzlich hat Margot zum ersten Mal in ihrem Leben online Kunden gefunden. Ja, früher musste sie Kaltakquise machen, heute kommen die Kunden zu ihr. Ich glaube, Margot ist sogar heute hier, ich habe sie noch nicht gesehen, aber sie hat mir gesagt, dass sie kommt. Kein Wuhu. Okay, also, das ist ein Funnel. Und jetzt gibt es noch das letzte W. Vielleicht erinnert ihr euch an das letzte W.
Und jetzt ist das letzte W gar nicht mehr so schwer. Weil ihr habt jetzt einen Funnel, der euch jeden Tag Anfragen bringt. Ihr gebt Facebook Geld, dafür kommen Leute auf eure Webseite, die kaufen bei euch zu einem kleinen Teil und dadurch verdient ihr wieder Geld. Und was macht ihr jetzt mit dem Geld, was ihr verdient? Ihr gebt das wieder Facebook. Ein bisschen mehr. Dann sehen das noch mehr Menschen. Wenn das noch mehr Menschen sehen, werden noch mehr klicken. Dann werden noch mehr Anfragen. Dann bekommt ihr noch mehr Geld und dann gebt ihr noch mehr Geld wieder Facebook. Und das wiederholt ihr immer weiter, immer weiter. Ihr gebt mehr aus, um mehr einzunehmen. Und wenn ihr das tut, immer weiter wiederholt, immer mehr Geld ausgibt, das mehr Menschen zeigt, dann werdet ihr bekannt, ihr werdet sichtbar, Menschen werden über euch sprechen, sie werden bei euch Anfragen stellen, sie werden auch viel einfacher abzuschließen sein, weil sie haben euch schon die ganze Zeit gesehen, überall, ich sehe euch überall den ganzen Tag. Ja, und dann vertrauen sie euch schon, sie kennen euch, sie werden auch zu euch gehen und nicht zur Konkurrenz. Die werden nicht mehr sagen, was macht ihr denn besser als die Konkurrenz? Die wissen das schon, die sehen es ja den ganzen Tag. Und wenn ihr das tut, werdet ihr mit diesem System wahnsinnig viel Umsatz machen. Und es ist nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. Deshalb mein Aufruf an euch. Du hast ein großartiges Angebot. Du kannst Menschen da draußen helfen. Das kannst du aber nur dann tun, wenn du auch in die Sichtbarkeit kommst, wenn Menschen davon erfahren. Deshalb vernachlässigt nicht das Marketing. Viele Unternehmer machen den Fehler, dass sie sagen, ich habe so ein geiles Angebot, ich mache das den ganzen Tag. Marketing, dafür habe ich meinen Werkstudenten, der macht das. Marketing ist wichtiger als das Produkt, weil Menschen kaufen nicht das beste Angebot, sondern sie kaufen das, bei dem sie glauben, dass das Beste ist. Natürlich müsst ihr am Ende gute Ergebnisse liefern. Natürlich ist es wichtig, dass eure Kunden glücklich werden. Ja, das setze ich aber voraus. Weil wenn ihr das geilste Produkt habt und alle Kunden glücklich macht, aber gar keine Kunden kommen, weil die dann nichts davon wissen, dann bringt euch das nichts. Deshalb beschäftigt euch damit, wenn ihr unsere Hilfe braucht, dafür sind wir heute hier, kommt zu uns an den Stand. Wenn ihr sagt, hey, ich will einen Loftfilm machen, kommt auch gerne zu uns. Wir helfen euch dabei, ja, euer Marketing zu verbessern, aufs nächste Level zu bringen. Und wirklich kümmert euch darum, weil euer Unternehmen hat großartiges Marketing verdient. Vielen Dank.